und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ich mache nur eine ganz kleine, schnelle Aufnahme, obwohl ich nämlich jetzt weg muss, nur damit ihr das mal kurz gesehen habt. Und zwar habe ich jetzt hier in der Übersicht soweit alles freigeschaltet, man kann es gar nicht sehen. Hier rechts die drei habe ich noch eingelöst und dann habe ich hier plötzlich drin stehen gehabt, ich könnte hier diese Windmühle bauen. Ich habe übrigens auch eine silberne Trophäe erhalten. Oh, und ich sehe gerade, durch die silberne Trophäe habe ich anscheinend hier die Berechtigung erhalten, dass ich da freischalten kann. Das ist sehr, sehr geil. Das ist gut zu wissen. Und ja, um das hier zu machen, brauchen wir, kann ich das, ja, kann ich so machen, kann ich direkt rausnehmen. Ja, sehr schön, aber Steinziegel habe ich noch nicht genug. Also, brauchen wir 100 Splintholzbretter insgesamt und insgesamt 35 von den Steinziegeln. Das, ja, habe ich jetzt erstmal beigetragen. Ich guck mal, ob hier alles soweit fertig ist. Ja, genau, das ist fertig. Dann würde ich sagen, dass ich da nochmal Steinziegel reinmache. Nochmal so ein 100er Pack. Und ja, das war es dann auch erstmal von meiner Seite aus. Kleine Info noch, ich habe das zweite hier auch hingestellt, weil wir dafür ja noch eine Lizenz gekauft hatten. Ich bin jetzt erstmal weg, aber für euch ist das kein Problem, weil es geht jetzt sofort weiter mit meinem Zukunfts-Ich. Ja. Ja, ich muss mich jetzt erstmal wieder umgewöhnen, weil ich habe nämlich gerade ein ziemlich langes Video aufgenommen, was ich natürlich kleiner zusammenschneiden werde, mit vielen Tipps und Tricks, insbesondere für den Anfang, alles, was ich bisher selbst gelernt habe. Und ja, da bin ich jetzt gedanklich gerade noch so ein bisschen drin. Wir schauen mal eben schnell in der Post nach, was wir eigentlich Neues bekommen haben. Kenyatta, komm bitte vorbei, dann habe ich endlich mal was anderes zu tun, als dauernd dem Gemecker meiner Mutter zuzuhören. Okay, ich habe gehört, dass du dein Haus fertiggestellt hast. Wie cool ist das denn? Ich weiß nicht, ob dir meine Mutter es erzählt hat, als sie dir die Besitzurkunde über dein Haus gegeben hat, aber du kannst immer beim Rathaus vorbeischauen, wenn du neue Räume oder Schriftstücke für die Erweiterung brauchst. Gut, haben wir alles schon gemacht, fast fertig sogar. Das kriegst du alles bei mir. Das ist schön, das ist nett, aber das wissen wir alles schön. Dann Hodari. Hatten wir irgendwie ein Update? Weil die ganzen Texte sind heute in Deutsch. Ich will das jetzt nicht negativ nennen, ne? Ich meine, aber ich habe kein Update gesehen. Sehr gegrüßt, Gameplayerin. Ich weiß nicht, ob du die Legenden gehört hast, aber es ist wahr. Es gibt Palium in den Hügeln. Oh, kriegen wir eine Verbesserung? Wenn du die Spitzhacke zu einer Spitzhacke aufrüsten möchtest, die es wert ist, abgebaut zu werden. Oder wenn du wissen möchtest, wie du dieses schöne, glänzende Erz in etwas Nützliches verwandeln kannst, komm zu mir. Ah, Hodari, ganz ehrlich, ich hasse dich. Ich muss nämlich erstmal was testen, was der Epi mir gesagt hat, womit ich eventuell gut Geld verdienen kann. Ah, und jetzt kommt er mit sowas an. Sifu, die ist noch auf Englisch, aber sie hat uns Steinziegel geschickt. Da bedanken wir uns doch. Ja, sei gegrüßt, Gameplayerin. Scheiß drauf, was sie geschrieben hat. Kenyatta, ich liebe dich. Sie hat uns eine Eichel und einen Kiefernzapfen und einen Flügelnusssamen. Was auch immer das ist, steht einpflanzen, um eine Birke wachsen zu lassen. Hat sie uns geschickt. Sehr, sehr geil. Dann können wir endlich mal diese Quest abschließen. So, Gina, meet me by the ruins when you get a chance. Ah! Sie hat was gefunden und will uns bei den Ruinen treffen. Sehr schön. Meine Stimme überschlägt sich hier schon komplett. So, und Zeki. Er schreibt das, worüber ich sogar mit euch sprechen wollte, was ich nämlich jetzt zufälligerweise gelesen hatte. Und zwar hatte ich gelesen, dass wenn man mit jemandem befreundet ist, ich weiß nicht mit welcher Stufe, also ich nehme mal an, das geht schon ab Stufe 1 oder so, keine Ahnung, dass man demjenigen dann Schokolade schenken kann, die man wiederum bei Zeki kaufen kann, um mit dem eine Liebesgeschichte anzufangen. Würde ich gerne mal ausprobieren, auch wenn ich jetzt im Moment noch nicht so genau weiß, wen ich mir da jetzt auswählen würde. Ich habe einen so halb im Auge, aber ich weiß es noch nicht so genau. Ich weiß auch nicht, wer von den Männern jetzt hier vergeben ist und wer nicht. Und ja, passend dazu, dass ich gerade erst die Aufnahme gestartet habe, fährt natürlich bei uns der Müllwagen draußen vorbei.
Wunderbar, ich kann es nicht ändern. Ich habe vor knapp 2 Minuten die Aufnahme gestartet und das Fenster wieder geöffnet, nachdem die Bauarbeiten vorbei waren, und schon kommt der nächste Müllwagen vorbei. Ich hoffe, es ist nicht zu laut bei euch, beziehungsweise für euch. Wir haben Glasscherben hergestellt. Ach so, genau, damit wir die Glasburner eigentlich herstellen können. Moment, dann tue ich das wieder da rein. Aber wie stelle ich die jetzt her? Ja, der ist jetzt eine Glasscherbe drin, ne? Kann ich so nicht herstellen. Ja, da müssen wir dann später nochmal wieder kommen. Schade, schade, schade. Wie ihr seht, die Mühle ist aufgebaut. Das habe ich selber noch nicht gesehen. Aber wie ihr seht, wollte ich gerade sagen, ich habe ein bisschen umgestellt. Ich habe die Mühle von da hinten nach hier vorne gestellt. Und ich muss mich sicher erstmal dran gewöhnen. Ich habe jetzt hier ein schönes, lauschiges Plätzchen und habe jetzt hier meine ganzen Felder hingebaut. Einfach aus dem Grund, dass ich dann nur darüber hopsen muss und dann mein Wasser auch wieder auffüllen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, ich hatte keine Lust, immer wieder durch meinen halben Hof rumzulaufen. Achso, das war eigentlich genug bewässert, aber das können wir nochmal so ein bisschen feuchter machen vom Boden her. Auf jeden Fall waren sie noch nicht durstig, die Samen, die ich hier eingepflanzt hatte. So. Was wie im wahren Leben ist, die Tomatenpflanzen, habe ich gemerkt, brauchen ein bisschen mehr Wasser als die anderen. Ja, und natürlich die Blaubeersträucher, sage ich mal. Wobei wir eins direkt ernten können, glaube ich. So, es wäre schön, wenn du das jetzt hier... Der nimmt immer das andere. Yes! Okay, dann können wir das nämlich auch mal eben gießen. Ich muss ja dafür sorgen, dass hier kein Unkraut drin hängt, ne? Ich weiß nicht, ich denke mal, dass das wahrscheinlich den Ertrag mindert oder so. Bin mir nicht sicher. Nimmt das an? Ja. Okay, dann müssen wir hier hinten nochmal. Die können wir aber auch... Achso, die können wir ganz ernten, okay. Na gut, dann brauchen wir die auch nicht mehr zu bewässern. Im Gegensatz zu den Zweien hier. Gehst du auch mal... Ja, sehr schön. Ja, und wir können wieder Blaubeeren ernten. Sehr schön. Hier können wir auch noch was... Ah, wir sind auf Level 4. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das ist überhaupt nicht das, was ich jetzt mit euch machen wollte. Aber ihr habt jetzt Pech gehabt, weil ich das jetzt mache. mal eben schauen. Wir haben jetzt hier nichts anderes. Ist meine Bestellung schon weg? Habe ich schon Gold bekommen? Mist, ist schon weg. Naja, gut. Dann würde ich sagen, dass wir die Baumwolle... Wir haben 7 Sternchen Kartoffeln. Wow. Wow. Wir haben 11 Kartoffeln, kriegen theoretisch 495 dafür. Wie gesagt, Kartoffeln anbauen lohnt sich, finde ich. Und 7, also weniger Sternchenkartoffeln. Und im Gegensatz zu 4,95 kriegen wir trotzdem noch 4,69 dafür. Die verkaufen wir jetzt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen jetzt so viele Kartoffeln rein. So, die 5 verkaufen wir noch. Dass wir hier 10 noch drin haben. Wieso habe ich hier eine Sternchenkartoffel? Die verkaufe ich doch immer. Habe ich mich vermutlich verklickt. Oder ich habe einfach die Sachen alle schnell reingemacht, weil ich irgendwo hin wollte und habe nicht mitbekommen, dass es ein Sternchen Kartoffel war, was das gleiche wäre wie verklickt nebenbei bemerkt. Aber na gut, die Sachen tun wir jetzt alle erstmal wieder hier rein. Ich, Idiot, habe natürlich jetzt geerntet, ohne was gegessen zu haben. Das ist auch schon wieder wunderbar. Sternchen Blaubeere werden wir natürlich verkaufen. Ja, Freundschaften nehme ich an, habe ich ja schon mal gesagt. Ich hoffe, dass der ein oder andere von euch dabei ist, dass es nicht nur irgendwie irgendwelche random Leute sind, die ich jetzt hier immer annehme. So, wir kriegen jetzt nochmal 1021, sehr geil. Und wir haben 2,5, das ist auch cool. Jetzt ist sie natürlich direkt bei mir draufgekommen, was nicht so cool ist, weil ich ja jetzt eigentlich hier mein Video machen wollte. Habe ich denn alles da drin? Ja, ich habe alles, was ich verkaufen wollte, weg. Dann würde ich sagen, gehen wir mal vom Grundstück runter und machen mal das, was wir eigentlich vorhatten. Ja, das war natürlich Blödsinn, weil ich muss doch noch die Bäume pflanzen. Wobei ich dann auch noch die anderen Samendinger hier rausholen muss. So 3 Stück hatte ich von denen.
So, dann, ich mache das mal hier hinten. Ich weiß gar nicht, bis wo jetzt eigentlich mein Grundstück geht. Das werden wir jetzt sehen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden hier rausgeworfen eben. Ehrlich gesagt, ich habe es jetzt gar nicht so im Blick. Hier kann ich es nicht hinbauen, hier kann ich es hinbauen. So, dann zack, zack, zack. Die Eichel noch und das Ding hier. So. Jetzt sollte ich das abgeschlossen haben, aber steht nicht mehr drin, weil es wahrscheinlich jetzt komplett woanders ist. Beweis der Hingabe. Kann ich aber abgeben. Okay, perfekt. Dann werde ich jetzt doch nochmal rauslaufen. Ja, und die Quest abgeben. Ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob jetzt die Leute rausfliegen, wenn ich nicht da bin. Ich schau mal eben nach, wo die eigentlich ist. Moment. Er ist hier. Den müsste ich jetzt zwischendurch nochmal kurz erwischen. Weil ich nicht weiß, ob der jetzt wieder zurückgeht. Ich habe jetzt nicht auf den Namen geachtet. Ich hoffe jetzt, falls es einer von euch war, der zu mir direkt ins Haus reingegangen ist, hoffe ich, dass du nicht rausgeflogen bist. Wenn es einer von euch war, könnt ihr mir das gerne mal in den Kommentar reinschreiben und mal davon berichten, ob man dann rausfliegt oder nicht. Aber ich hoffe, dass man dann trotzdem weiter... Ach so, für ihn habe ich die Bäume gepflanzt. Gar nicht, stimmt, das war gar nicht für die eine. Ja, dass man halt nicht rausfliegt, hoffe ich so. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ich habe die Bäume gepflanzt. Und? Ich musste dafür andere Bäume fällen. Ja, das finde ich doof. Genau. Ja, das gehört zum Lauf der Dinge dazu. Um zu leben, müssen wir von Natur aus nehmen. Essen, Ressourcen, Zeit. Unsere Anwesenheit alleine ist schon eine Störung des Gleichgewichts. Aber du hast nicht einfach nur genommen. Du hast etwas zurückgegeben. Vielleicht erlebst du nicht, wie der Baum sein volles Wachstum erreicht. Aber darum geht es nicht. Es zählen unsere Taten im Hier und Jetzt, auch wenn wir ihre Auswirkungen nie erleben werden. Ich werde Esche mitteilen, dass du deinen Teil geleistet hast. Du hast dich gut geschlagen. Vergiss nicht, was du gelernt hast. Als Kind, das in den Ebenen aufwuchs, dachte ich tatsächlich, die Welt würde hinter dem Kilima-Gebirge enden. Und hier bin ich nun und stehe auf der anderen Seite. Schon seltsam, um wie viel größer die Welt erscheint, wenn man erwachsen ist. Ja, wir können immer noch keine besseren Pfeile machen. Ich weiß immer noch nicht, ob sich das lohnt, einen neuen Bogen zu machen. Schutz farther than the... Ich will jetzt aber auch das Geld nicht dafür ausgeben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Moment. Wir wollten... Moment, er hat eine neue Aufgabe. Er hat eine neue... Nee, Moment. Er hat eine Aufgabe, die ich beendet habe, oder? Moment. Öffnen Sie die Tür. Talk to Gina. Achso, für ihn musste ich Knoblauch holen? Nee, er hat eine ganz neue Aufgabe für mich, glaube ich. Erfahren Sie mehr... Achso, erfahren Sie mehr über die Zukunft von Cheyenne. Ah, das habe ich nicht gesehen. Dann müssen wir, um quasi bei ihr weiterzukommen, jetzt zu... ich sage immer, zu dem Lampengeist gehen. Ich finde, der sieht so ein bisschen wie ein Djinn aus. Ich weiß auch nicht. Der ist ja sehr spirituell und so, das kann ich alles nachvollziehen, aber sieht irgendwie so ein bisschen wie Djinn aus. Von der Art her. So, dann schauen wir mal. Ich denke, er ist zu Hause, zumindest sieht das so aus. Ja, doch. Ich habe übrigens immer noch keine Bücher gefunden. Ich hätte gerne so eine Übersicht, wo es überall neue Bücher gibt. Day, is it not? Sei vom Drachen umarmt. Ich möchte etwas über die Zukunft wissen. Die uralte Frage. Mit nur einer Antwort, fürchte ich. Alle Wege führen dorthin. Doch muss er nicht das Ende deiner Reise sein. Ich rede natürlich vom Tod. Sicherlich ein unangenehmes Thema. In meiner Zeit auf dieser wunderschönen Erde habe ich herausgefunden, dass alles Lebende das vermeidet, was unangenehm ist.
Ja, wobei der Tod jetzt nicht unangenehm ist. Die Art, wie man stirbt, das ist das Einzige, was ich als unangenehm empfinde. Aber der Tod ist unsere Zukunft, wie auch unsere Vergangenheit. Alles Leben unterliegt einem Zyklus. Jeder Kreis muss sich schließen. Denk daran, wenn du in den Remembrance Garden gehst und ihm die letzte Ehre erweist. Hier brauchst du diese Kerze. Okay, habe ich jetzt eine Kerze bekommen? Das Erwachen der Menschen zeigt, dass unsere Welt in Bewegung ist und sich verändert. Manche Menschen haben Angst vor Veränderungen. All die Mutigen wissen, den Wandel für sich zu nutzen. Ich bete, dass der Drache Machi mir in diesen turbulenten Zeiten Mut gibt. Ja, turbulente Zeiten, das ist sehr nett ausgedrückt für unsere Gegenwart. Wieso kann ich mir das nicht anschauen? Ich würde mir das ja nur anschauen. Gedenkkerze, eine Kerze, die in Gedenken an jene entzündet wird, die den Schleier bereits durchschritten haben. Es ist ein Questgegenstand, da muss ich anscheinend was mitmachen. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne, weil ich das natürlich mal wieder verpennt habe, im Vorfeld zu machen. Oh, das war das mit dem vollen Fokus. Wieso drücke ich hier immer? Oh, Moment. 123 in die Richtung. Da ist auch Kupfer. Das ist sehr schön. Moment, dann machen wir die. Das Andenken machen wir dann später. Ich habe übrigens auch das Gefühl, dass je besser das Werkzeug verbessert wurde, umso schneller nutzt es sich ab. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Muss ich jetzt nicht. Ich muss hier wahrscheinlich hochklettern, oder? Oha, hier oben bin ich noch gar nicht drauf gewesen. Holla, die Waldfee. Ist das so eine Art Friedhof? Lesen, Moment. Die Familie... Achso, ich dachte, die hat was eingesteckt. Yunasa, wenn ich älter bin, werde ich dankbar, dass ich an deiner Seite war. Okay. Die Familie Awari. Kraft kommt aus dem Miteinander, im Leben und im Tod. Die Familie Omara. Die Familie wird immer in Erinnerung behalten. Versuchen Sie, ihnen gute Erinnerungen zu verschaffen. Also ich schätze mal, dass man hier wahrscheinlich jetzt so nichts bekommt. Immer nur irgendwelche Inschriften mit Familien, oder? Da geht's nochmal runter. Das ist so nah. Ich bin hier so oft dran vorbeigelaufen und habe nie gewusst, dass hier so ein Friedhof ist. Das ist krass. Ich sehe jetzt hier zumindest nichts. Hier muss ich wahrscheinlich hin, oder? Respekt zollen. Habe ich jetzt Respekt gezollt, indem ich was weggenommen habe? Nee, ich habe die Kerze nicht mehr, oder? Nee, ich habe die Kerze nicht mehr. Okay. Zurück zu Cheyenne. Der ist in die Richtung. Sehr spirituell hier, sehr spirituell. Aber da lernt man mal komplett neue Gegenden kennen, wo man tagtäglich dran vorbeigelaufen ist an dem Hügel. Das ist krass. Willkommen, Phönixkind. Ich habe den Garten besucht. Wunderbar. Und was denkst du? War echt ruhig dort, ja. Aber er war trotzdem wunderschön. Ja, im Garten ehren wir jene, die von uns gegangen sind, so wie sie gelebt haben. Wir erinnern uns an jede Seele, die wir zur Ruhe gebettet haben. Wir wissen, dass wir ihnen eines Tages hinter dem Schleier wieder begegnen werden, wenn unser Tag gekommen ist. Vielen Dank, Gameplayerin. Ich werde Esche sagen, dass du meine Aufgabe erfüllt hast. This chat has been lovely. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wir müssen mal schauen, wo Esche ist. Ich wollte gerade sagen, die war doch gerade noch hier. Aber ich glaube, die läuft in die Stadt rein, wenn ich das richtig sehe. Ach, da unten. Nee, die steht da. Okay. Dachte gerade schon.
Geräusche. Ich habe viel zu erledigen, also fasse dich bitte kurz. Ich habe meine Hingabe bewiesen. Mir wurde mitgeteilt, dass du deinen Unterricht über die palianische Kultur abgeschlossen hast. Von nun an wird es deine Pflicht sein, diese Werte zu befolgen. Sie beeinflussen jede Entscheidung, die ein Palianer trifft. Es sieht so aus, als hätte ich alle drei Tests gemacht. Das hast du in der Tat. Zu meiner großen Überraschung scheinst du dich hervorragend in das Dorfleben einzufinden. Ich bin froh, dass ich keinen Fehler gemacht habe, als ich dich im Dorf aufgenommen habe. Nicht, dass ich je einen Fehler begehen würde. Ich bin also dabei? Nein, nicht so schnell. Bevor du als hochwertiges Mitglied in die Gemeinschaft aufgenommen wirst, musst du etwas finden, das wir einen Shep nennen. Einen etablierten Erwachsenen, der bereit ist, dich in unsere Gewohnheiten einzuführen und dich als Ehrenmitglied der Familie zu akzeptieren. Dieser Prozess erfordert eine starke Bindung und ist eine Verantwortung, die niemand hier auf die leichte Schulter nimmt. Ja, aber ich kenne einige Leute, die da bestimmt mitmachen würden. Wenn du diese Person gefunden hast, kehr zurück zu mir und wir können deine Aufnahmezeremonie planen. Warum versuchst du mir Gesellschaft zu leisten? Hältst du mich etwa für eine zerbrechliche alte Dame, die nicht einmal alleine spazieren gehen kann? Willst du mein Chef sein? Ich kenne dich kaum genug, um dein Chef zu sein. Außerdem wäre es höchst unpassend, wenn ich die Zeremonie leiten würde. Leider musst du dir jemand anderen suchen. Okay. Ich suche mir einen, wo ich die meisten, das meiste hier an Dings habe. Gina. Gina ist tatsächlich die, wo ich am meisten mit habe. Okay. Da ist sie auch schon. Perfekt. Ups, das nehmen wir noch schnell mit. Gina! So glad you came. Willst du mein Chef sein? Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich das alles im Moment schaffen kann. Ich habe einfach so viel zu tun. Vielleicht später, okay? Hallo? Das ist so eine lebenswichtige Aufgabe, haben die gesagt. Und dann sagt die zu mir, vielleicht später. Puh. Hey, hör mal, ich will nicht, dass du das falsch verstehst, aber manchmal ist deine Energie etwas viel. Und ich verstehe, dass du dich freust, hier zu sein. Und das ist auch toll so. Aber manchmal brauche ich etwas Zeit für mich, um runterzukommen. Verstehst du? Hattest du dein Glück mit dem Schlüssel? Also, die gute Nachricht, Thekla und ich, wir haben den Schlüssel gefunden. Die schlechte Nachricht, die Tür hat sich nicht geöffnet. Es hat nur ein paar Runen daran angefangen zu leuchten. Thekla sagt, es ist eine Art Rätsel. Eine, die ich nicht verstehe. Sie wurde von alten Menschen geschrieben, also dachte ich, du könntest uns vielleicht helfen, sie zu verstehen. Erwarte nicht zu viel von meiner Hilfe. Ja gut, beides. Also erwarte nicht zu viel, hört sich so doof an, aber keine Sorge, ich habe das im Griff. Ich habe da überhaupt nichts im Griff. Aber gut, wir sind Feuer und Flamme, ne? Ich danke dir so sehr. Das Rätsel lautet wie folgt. Es gibt ein Haus, man betritt es, weil man alles weiß und verlässt es, weil man nichts weiß. Kenlis Büro. Man betritt es, weil man alles weiß und verlässt es, weil man nichts weiß. Ja, ich würde normalerweise sagen, eine Schule, weil man immer denkt, man weiß alles und dann verlässt man es wieder und man weiß dann doch nicht alles. Candys Büro ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt, aber ich sag mal eine Schule. Weißt du, das ergibt irgendwie einen seltsamen Sinn. Denn wenn man unwissend ist, glaubt man mehr zu wissen, als wenn man weise ist. Ja, genau, das sage ich doch. Warten Sie, bis Sie von Gina hören. Ach so, da können wir jetzt erstmal nichts machen. Na gut. Dann, ja.
Wie hoch muss dann mein Beziehungsstatus sein, damit die das tatsächlich machen? Mein Sheep zu werden, meine ich. Oder muss das irgendwie einer sein, wo ich mit zusammen bin oder sowas? Schön, dich zu sehen. Oh, ich bin so aufgeregt, dass die Menschen im Dorf aufgetaucht sind. Ihr habt ja keine Ahnung. Euer plötzliches Erscheinen ist das Coolste, was hier überhaupt je passiert ist. Ich habe versucht, eine Gartenschnecke zu fangen, aber ich kann keine finden. Ja, Gartenschnecken habe ich jetzt gerade nicht dabei. Wir können bei ihm auch noch nichts holen. Na gut. Gut, ist nicht schlimm. Er hätte jetzt noch eine Quest für uns. Aber ich muss mal eben. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich glaube nämlich nicht, oder? Naja, doch so grob. Grob laufe ich schon in die richtige Richtung. Die Folge ist nämlich gleich zu Ende. Also sprich, wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde aufgenommen. Aber eine Sache würde ich gerne noch machen, damit ich weiß, ob ich damit offline farmen kann oder nicht. So, und das würde ich auch ganz gerne. Ich glaube, den habe ich jetzt schlecht erwischt. Oder es stimmt tatsächlich, dass der immer wieder auf die falschen Pfeile zurücksetzt. Weil das befürchte ich nämlich eher. Nehmen uns natürlich noch mal kurz das Kupfer mit. Obwohl ich mittlerweile ein bisschen was zusammen habe, dass ich hoffe, dass ich auf Eisen umstellen kann, ohne dass ich da jetzt Verluste mache. So, ich habe nämlich den Tipp bekommen, dass ich Your lip movements are directed at ein me. spezielles Rezept holen soll. Und ich habe mich mal informiert, indem ich hier überall wie blöde rumgelaufen bin, jeden einzelnen angeklickt habe. Übrigens, das nur, also auch natürlich, damit ich das weiß, aber in erster Linie, um meinen Blog zu vervollständigen. Also auf gameplayerin.de habe ich jetzt drei neue Posts drin. Die gehen nur um Palia. Und da könnt ihr dann alles finden zu den Werkzeugen, da könnt ihr alles finden zu den Handwerkern im Haus. Ich finde es immer noch komisch, dass die Geräte Handwerker heißen, aber egal. Und da könnt ihr dann unter anderem auch eine Übersicht finden, wer was verkauft. Das habe ich alles soweit aufgelistet. Also wer was im Shop hat. So, willst du mein Chap sein? Ja, ich frage mal einfach. Ein Chap, eine solche Verpflichtung war mir nicht in den Sinn gekommen. Soweit ich weiß, erfordert eine solche Rolle ein tieferes Wissen über den anderen als das, was wir derzeit besitzen. Manchmal schaue ich der Familieneinheit namens Daya abends beim Essen zu. Es ist faszinierend, den Prozess der Nährstoffaufnahme und die familiäre Bindung mitzuerleben. Es erinnert mich an die Abende mit meinem Schöpfer. Ich beobachtete ihn, wie er Nährstoffe zu sich nahm und mich als emotionalen Ersatz für die familiäre Bindung nutzte. Das waren noch Zeiten. So, wir haben irgendwann vor einer halben Ewigkeit dieses Anglergebräu frei bekommen, also dass wir das machen können. Das werde ich mir jetzt holen. Dafür braucht ihr smaragdgrünes Teppichmoos und diese Kristallseelotusse. Beides könnt ihr ja im Endeffekt am Wasser holen. Sollte ich dann auch noch in Zukunft farmen. Weil, und ich hoffe, dass das stimmt, der Epi hat mir gesagt, dass man damit ziemlich gut Geld machen kann. Farewell. Hau mich doch nicht mit deiner Angel um hier, also ehrlich. Das heißt, mit anderen Worten, ich werde jetzt nochmal zurück ins Haus gehen. Dann werde ich mal gucken, was wir dafür brauchen, ist Blödsinn, weil ich weiß ja, was wir brauchen. Wir haben sowieso sehr spät schon. Das heißt, ich kann dann danach die Zeit auch mal so ein bisschen nutzen, um dann zu versuchen, die Zutaten davon noch ein bisschen zu farmen. Wie komme ich da jetzt eigentlich am schnellsten hoch? Ich glaube, wenn ich hier hochgehe, oder? Wenn ich von hier unten aus gehe. Ich habe jetzt so viele Quests und so viele Sachen, worüber man wieder reden kann und alles.
dass ich gar nicht mehr zurechtkomme zeitlich. Dann ist der Tag schon wieder rum und dann ist die Folge schon wieder rum. Dann muss man wieder eine neue Folge machen. Irgendwie ist das alles. Ja. Chaotisch. Aber es ist schön. Das auf jeden Fall. Wir haben 1021 Gold erhalten. Sehr schön. Und noch ein paar Kleinigkeiten, die wir reintun können. Eigentlich nur eine Kleinigkeit, was wir reintun können. Und wir haben wieder Post erhalten. Was haben wir denn hier? Gina. Du hattest recht, die Lösung des Rätsels war eine Schule. Ich war nicht in der Lage, hineinzukommen, aber es gab mir einen Folgehinweis. Komm vorbei und ich erzähle es dir. Sehr schön. Dann haben wir mit ihr auch die Quest, die wir weitermachen können. Er hat ein weiteres Farming-Geheimnis für mich. Okay. Maybe you'll buy the receipt for this new and improved hoe. Was ist hoe? Ich glaube, das war nur eine Hacke oder sowas, oder? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch machen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Natürlich habe ich es wieder vergessen. Ach so, genau, das Rezept mit dem Kochen. Ach mein Gott. Wo können wir das denn machen? Hier drin? Moment, Rahmen? Ne, hier drin ist es nicht. Ist es dann hier? Ah ja. Anglergebräu kann hergestellt werden. Oh ja, 21 Mal können wir es auf jeden Fall herstellen. Dann mache ich das mal. Dauert nur 4 Sekunden. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Hm. Ach so. Man hat, ja, ja, doch. Also dafür, dass man da eigentlich nicht viel mit macht. Ich meine, klar, man kann es natürlich auch benutzen, um sich einen Boost zu geben. Wobei jetzt hier, ach so, mein nur Fishing Safe Zone Size Boost. Ich weiß bis heute noch nicht so genau, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ist sicher nicht schlecht für den Einsatz, wofür es eigentlich gedacht ist. Vergrößert das Fadenkreuz des Fischers für eine kurze Zeit. Wieso das? Was für ein Fadenkreuz? Ich habe keins. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Aber es scheint auf jeden Fall das Angeln zu verbessern. Aber ich bin ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Entsprechend. Ja, und da haben wir jetzt wieder das Ding. Wir können mal wieder nicht einfach sagen, ich möchte das 10-mal herstellen oder so. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich ätzend, dass man das nicht machen kann. Aber vielleicht, vielleicht haben die von Palia ja doch noch Erbarmen und bauen das irgendwann später ein. Ja, und wie ihr sehen könnt, jetzt wisst ihr, warum ich 2 von den Lagerfeuern habe. Damit man abwechselnd hier wie am Fließband dieses Anglergebräu machen kann. So, das werden wir jetzt auch herstellen. Bis wir nicht mehr können. Dann müssen wir mal gucken. Was hatte ich denn eben gesagt, wie viel wir machen können? 21 oder so waren das, glaube ich, eben, oder? Bin mir nicht sicher. Oh, wir haben auch Sternchen dabei, habe ich gerade schon gesehen. Das ist sehr geil. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen langweilig, das herzustellen. Aber das dauert ja nicht so lange. Deswegen. Und ich mache das ja, um wirklich mal zu testen, ob wir damit Geld machen können. Beziehungsweise wie viel wir dann damit machen können. Und wenn ja, also wenn wir damit wirklich gut Geld machen können. Und so sieht es ja aus. Also das war ja eben schon recht gut. Dann kommt dieser Tipp natürlich auch noch in mein Tipps und Tricks Video rein, was ich vorhin gedreht habe. So, 5 haben wir jetzt noch. Sieht schon ganz ulkig aus, immer so hin und her. Aber bis auf vielleicht für eine Anfrage aus dem Dorf, also vom Dorfbewohner. Braucht man Teppichmoos? Ja. Könnte man noch für was gebrauchen? Die Blume, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die brauchte man jetzt so nicht. So.
Ihr Lieben, dann schauen wir jetzt mal. Also wir haben 30, 30 sind 60, sind 90, 95 Mal haben wir das Anglergebräu jetzt hergestellt. Und 10 Mal zusätzlich haben wir das nochmal mit Sternchen. Und ihr seht schon, von 29 normal ist das Anglergebräu 28 mit Sternchen. Das muss ich mal eben aufschreiben. 28 und 19 Anglergebräu. Weil ich wollte ja meine Liste dann noch erweitern, die ich mir schon erstellt habe, aber noch nicht hochgeladen habe. Ja, die Blumen sind 20. Die ziehen wir dann gleich mal eben ab. Und alles andere verkaufen wir jetzt hiervon. Und erhalten zwei... Naja, etwas unter 2100, weil die 20 wollten wir ja abziehen, haben wir gesagt. Wenn schon, denn schon. Also, wow. Dafür, dass ich da nicht viel machen musste. Gut, wir haben natürlich jetzt viel da gehabt. Ich werde die Sachen auf jeden Fall nicht mehr hier reintun. Ich werde die Sachen auf jeden Fall jetzt immer sammeln und dann verkaufen. Weil wir haben jetzt wieder 2100 und wir haben schon 2483. Das ist richtig, richtig geil. Ja, lieber Epi, vielen Dank für den Tipp. Ich würde sagen, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, dass ich hier erstmal die Folge so ein bisschen beende. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade mal 4 eigentlich als Bonus habe da oben. Keine Ahnung. Dass ich die Folge jetzt hier erstmal beende und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Über Nacht werde ich nochmal ein bisschen grinden. Ich werde mal ein bisschen am Wasser schauen, ob ich nochmal neue Blumen und neues Moos finde. Und ja, ich denke, dass ich dann auch nochmal ein paar Austern oder sowas hole, weil ich brauche halt eben Geld. Ich weiß nicht, ob ich es fürs Inventar ausgebe, weil das ist ja doch ein bisschen sehr viel. Oder ob ich wirklich mal meine erste Erweiterung fürs Haus ansparen soll. Da muss ich echt mal gucken. Am liebsten würde ich alles auf einmal machen, ehrlich gesagt. Na gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.